Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster im Sandbox Mode. Ja, wir haben in der letzten Folge angefangen, hier das Gebäude ein bisschen zu bauen. Mitarbeitergebäude. Ja, ich muss jetzt mal gucken, was wir da noch an Fenstern oder so platzieren können. Es reagiert gerade ein bisschen träge, muss ich feststellen. Warum? Müssen wir mal abwarten, ob das so bleibt. So, Fenster brauche ich. Da müssen wir mal gucken, welche könnten denn da passen. Ich wollte das nicht als Favoriten markieren. Eher nicht, ne? Habe ich uns ehrlich gesagt auch nicht ganz erwartet. Holzfenster. Hoppala. Nicht so das. Eher sowas. Verlassenes Haus. So wirklich überzeugend finde ich gerade gar keines. Was ist das? Gotisch. Brownstone-Fenster. Die Art ginge. Doch, ich glaube, das könnten wir nehmen. Kortes Duckfenster. Machen wir die mal rein. Kann ich die Farbe ändern? Kann ich. Moment, ich muss gerade mal hier die Farbe wählen. So. War das Fenster gar nicht damit verbunden? Dann machen wir es eh weg. Löschen. So, jetzt machen wir das nochmal. Edit Gebäude. Das Fenster. Da würde ich jetzt gern den Farbcode. So. Hoppala. Muss ja erstmal wieder richtig reinfinden. Das ist alles gar nicht so einfach. So, haben wir ein kleines Mitarbeitergebäude. Das ist doch schon mal ein bisschen was. Ja, hier brauchen wir auch noch entsprechend Deko für die Schiffe. Scenery. Requisiten. Natur, das ist immer richtig. Natur. Bambus ist generell auch so fertig. Dem Gebäude. Bambus ist mal generell kein Fehler. Dann können wir das hier nämlich auch ein bisschen abschirmen optisch. Ich kann nur mal gucken. Ne, so wollte ich es nicht. So eher. Uff. Uff, sagt er.
dass da nicht so der Blick aufs Mitarbeitergebäude besteht. Ja, muss mich hier in den Baumodus auch erstmal wieder richtig reinfinden. Wenn man das schon länger nicht mehr gemacht hat, ist das alles nicht so einfach. Was haben wir denn hier eher an Bäumen? Palmen? Was habe ich denn da verwendet? Doch auch Palmen und... Dann machen wir auch mal Palmen. Wow. Der ist groß. Gelee-Palme. Weiß noch nicht, ob ich den Baum da lasse. Ich glaube, den mache ich weg. Oder schieb den irgendwo darüber. So, weil dann machen wir hier mehr den... Teil mit dem ägyptischen Stil halt. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. So. Hier können wir dann nämlich optisch auch ein bisschen abschirmen. Muss ich mal gucken, wie wir das noch genau machen. Aber so ist schon mal ein guter Anfang. So. Dann können wir hier nämlich schön mit passender Deko arbeiten. So. Ja, da sind wir ein bisschen zu weit auf dem Weg. Move. Den ebenfalls. So. Machen wir mal da einen kleinen Zaun hin. Was haben wir denn als Zaun? So, Westernzaun. Westernzaun ist vielleicht nicht ganz ideal. Maschendraht auch nicht. Ich hätte gern so einen niedrigen. Niedriger Metallzaun, genau sowas. Ich drücke immer die falschen Tasten, weil ich Sims gewohnt bin. Vielleicht machen wir besser den hier. Der ist besser. Weil den kann ich halt entsprechend freier gestalten. Da muss der nochmal weg. Den kopieren wir. D war das, okay. S, C, R, G und D. Das habe ich nämlich gerade überlegt. D wie Duplicate. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir heute schaffen. So, dann machen wir den mal bis da vorne. Und guck
gucken mal, dass wir das hier irgendwie geregelt kriegen. So. Können wir den eigentlich hier gleich weitermachen, ne? Freut mich übrigens sehr, dass es so viel positive Resonanz gab, dass ich das weiterspiele, Planet Coaster. Eigentlich ein Spiel, was ich auch immer noch gerne spiele, was ich aber halt schon arg vernachlässigt habe die letzten Monate. Aber ja. Hoff mal, dass das jetzt besser funktioniert. Dass ich da ein bisschen mehr durchhalten kann. So, Zaun kann weg. Wir brauchen wieder Natur. Was haben wir denn an schicken passenden Bäumen? Pappeln? Palmenfarn. Riesig ist jetzt aber auch sehr subjektiv. Strandbaum. Straßenbaum, Esche. Zypresse. Toskana. Toter Sumpfbaum. Sumpf ist gut. Sumpf ist sehr gut. Was haben wir noch? Toter Sumpfbaum 2. Weil hier haben wir ja eher so ein bisschen Sumpf. Sehr schön. So, toter, verdorrter Baum, den wollte ich jetzt nicht. Tropenwurzel. Ich bin noch am Überlegen. Wunschbaum? Nein. Ich dachte, die Auswahl wäre ein bisschen größer. Aber irgendwie habe ich mich da getäuscht. Irgendwie. Welche Palmen waren das gerade? Ach, die. Die waren das. Ich weiß jetzt gar nicht, ob diese vielen Palmen auch irgendwie tatsächlich irgendwie beieinander stehen, aber ja, wie gesagt, ich muss mich in das Thema jetzt eh erst wieder richtig reinfinden. Zu lange, dass ich da nichts mehr gemacht habe. Grüner Busch. Ich würde ja gerne mal so ein bisschen Buschwerk hinmachen. Hoppala, so war das nicht gedacht. Einmal rückgängig, bitte. Müssen wir so machen. Oh, so war das auch nicht gedacht. Move. So, und dann machen wir den auch nochmal einen Move. Perfekt. Scenery, Felsen. Felsen können wir auf jeden Fall. Laubwald, Grasland, Tropen.
geht eher Richtung Tropen, oder? Wüste haben wir hier definitiv nicht. Ja, da muss ich echt noch wieder richtig reinfinden in das Thema Bauen hier. Ich drücke immer die falsche Taste zum Drehen. So. Tum, tum, tum. Was haben wir denn da? Stalag. Stalagmiten und Titen und tralala. Tari taralala. Der ist mir zu groß. Sprach's und wählte den noch größeren. Bei dem kann ich. Er muss ja nicht ganz rausgucken, ne? So. Was haben wir denn noch an Deko-Requisiten? Sowas kann man natürlich auch immer noch schön platzieren. Sie ist ein bisschen groß, oder? Sowas hier einfach reinstellen. Hier so als so, wo haben wir denn das? Oberteil. So, das sieht doch schon besser aus. Machen wir da auch noch einen hin. Ich überlege mal. Wo haben wir denn Brust? Oder Oberkörper? Ich bin mir sicher, dass die sowas auch hatten. Torso. Torso heißt das. So. Kopf. Kopf, Kopf, Kopf. Nase. Ah, der ginge. Der ginge. Kopfschmuck.
So in der Art. Dann brauchen wir noch Arme, ne? Arm einer alten Statue links. Rechts. So in etwa. Arm einer uralten Statue links. Ach, so einer ist das. Ja. Kann man machen. So. Arm einer uralten Statue links. Ach, hier brauchen wir auch noch einen Kopf, ne? Und der Arm rechts. Da wäre auch noch ein Kopf ganz hilfreich. Kopf. Machen wir mal so einen drauf. Aber schweben sollte der nicht. Schweben sollte der Kopf ja nicht. Wäre kontraproduktiv. So. Ja, damit beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir nicht ganz viel geschafft haben. Aber ja, wir kämpfen uns langsam wieder zurück. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.